Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV. Ja, wir haben ja sehr offensiv, eine offensive Ausrichtung gehabt mit einer Raute, mit offensiven Leuten besetzt. Wir haben gesehen, dass das nicht zwangsläufig heißt, dass man auch einen Gegner an die Wand spielt. Das muss immer eine Balance da sein. Wir haben trotzdem versucht, in Babelsberg dadurch auch eine offensive Ausrichtung zu haben, auch vielleicht so einen offenen Schlagabtausch hinzukriegen. Babelsberg hat trotzdem sehr defensiv gespielt. Wir haben aus diesen Möglichkeiten immer nur phasenweise was gemacht. Das ist natürlich auch ein Punkt, an dem wir arbeiten wollen, an der Konstanz. Und da heißt einfach, die Leute zu finden, eine Mischung zwischen Künstlern und vielleicht auch einfachen Fußballern, die einfach nur einen Zweikampf gewinnen und zum nächsten spielen. Dass man nicht in Schönheit stirbt, sondern dass man einfach auch weiß, wann man funktionell spielt und wann man einfach auch Tempo nach vorne macht. Das trainieren wir zwar, aber es müssen auch die richtigen Leute auf dem Platz sein. Die Mischung haben wir noch nicht komplett gefunden und da werden wir den nächsten Anlauf nehmen am Mittwoch. Nein, der Druck, das Wort kann ich fast nicht mehr hören, der Druck ist vom ersten Tag an hier, das wussten wir. Bin froh übrigens, dass die Frage kommt, weil ich von meiner oder wir von unserer Seite sagen, dass der Markus, um das wörtlich zu nehmen, noch sehr lange auf der Stelle treten kann mit seinem Trainerteam. Wir haben den Markus nicht mit einem Zweijahresvertrag ausgestattet, um jetzt nach 13 Spieltagen da irgendwelche Diskussionen zu führen. Mich hat das auch heute Morgen gewundert, dass man so einen Satz loslässt in der Zeitung. Ja, Ziel war und ist noch der Wiederaufstieg. Nach wie vor. Wirtschaftlich gesehen müssten wir auch aufsteigen. Wenn wir es nicht tun, auch dann kriegen wir die nächste Drittliga-Saison gestemmt. Wir wollen hier gemeinsam etwas entwickeln. Wir haben eine junge, entwicklungsfähige Mannschaft. Wir wissen, dass in dieser Saison nicht alles für uns gelaufen ist. Es hätte auch mit etwas mehr Glück, mit etwas mehr Entschlossenheit, Zielstrebigkeit, könnten wir heute 6, 7, 8 Punkte mehr haben. Aber entscheidend ist, dass wir hier etwas entwickeln möchten. Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV.